Hallo Kackbratzen. Nintendo-Systeme gelten im Allgemeinen als ziemlich familienfreundliche Telespielsysteme. Zumindest wurde unter anderem auch der Super Nintendo bei uns so vermarktet. Und im Prinzip stimmt das auch, wenn man sich die unzähligen Spiele anschaut, die es für dieses System gab. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch eine Menge an Titeln, die sich an ein älteres Publikum orientierten. Und darunter gab es auch ein Füllhorn an Horrorspielen, wie etwa auch ein Clock Tower, die zwar grafisch vielleicht nicht absurd gruselig auf die Netzhaut gespült wurden, aber vom Gameplay her doch ziemlich knackig waren, so dass man sich dennoch ziemlich schnell eingeschifft hat. Auf der anderen Seite finden wir auch eine Vielzahl an denkwürdigen Action-Titeln, wie etwa auch ein Castlevania. Die waren vielleicht auch aus damaliger Sicht nicht unbedingt für Kinder gedacht, aber zumindest war die Brutalität noch einigermaßen vertretbar und nackte Haut gab es auch fast nie zu sehen. Bei all dem Pixelbrei hätte man ohnehin eine große Portion Fantasie benötigt, um auch nur irgendwie irgendwelche Nippel zu sehen. In Japan sah die Sache ein wenig anders aus. Dort gab es für die bei uns angeblich so familienfreundliche Super Nintendo auch eine Menge an Spielen, die teilweise reinste Fieberträume waren. Das Problem war eben nur, dass diese Perlen offiziell Japan auch nie verlassen haben, geschweige denn jemals offiziell lokalisiert wurden. Und auch wenn die Faszination groß ist, ist die Sprachbarriere doch irgendwie unter Umständen sogar noch größer. Nur wenige erhielten meist Jahrzehnte später eine Fan-Übersetzung. Allerdings kommt heutzutage erschwerend hinzu, dass Nintendo es irgendwie nicht so gerne hat, wenn sich ihre größten Fans die Spiele heute aus dem Netz saugen. Aber wie zum Fick soll man denn bitte diese Schätze spielen? Anscheinend scheißt Nintendo auf seinen Katalog an alten Perlen und anstatt froh darüber zu sein, dass es Leute gibt, die sich mit Herz und Seele darum kümmern, dass erstens diese Raritäten nicht einfach ausradiert werden und zweitens dank Übersetzungen für ein größeres Publikum verfügbar gemacht werden, schickt Nintendo seine Anwälte aus, um diese armen Kerle dann mächtig in den Arsch zu ficken. Aber das führt uns jetzt zu weit vom Thema weg, denn eigentlich wollte ich heute über das großartige Mario sprechen, das sich ein wenig wie Castlevania spielt und alles andere als kinderfreundlich ist und im Jahr 1995 für das Super Nintendo veröffentlicht wurde. Mario, oder vielleicht bei uns bekannt als King of Demons, ist ein Action-Plattformer mit Gothic-Setting. Das Spiel beginnt damit, dass unser Held Abel, der scheinbar stärkste Kämpfer aller Zeiten, sich auf die Suche nach seiner Frau und seiner Tochter begibt. Leider muss er feststellen, dass sie für eine dämonische Macht geopfert wurden. Wütend schnappt sich Abel seine besten Jeans, streift sich sein schönstes Unterhemd über und wickelt sich sein rotes Bandana um seine Denkmurmel, um den Verantwortlichen mächtig in den Arsch zu treten und vielleicht auch seine Tochter aus der Dämonenwelt zu retten. Seine Frau hat es leider nicht so gut erwischt, aber dennoch begleitet sie ihn nun als spärlich bekleidete Fee, damit unser Held stets bei guter Laune bleibt. Und das hat er bitter nötig, denn Abel muss auf seiner Reise nicht nur vielen Monstern den Kopf von den Schultern pusten, sondern darf sich auch auf eine Menge an absolut grotesken Monstern freuen, die ihm das Leben ziemlich schwer machen wollen. Zum Glück gabelt er auf seinem Weg zum Endgegner auch eine Vielzahl an magischen Tropfen auf, die unseren Helden nicht nur ein klein wenig selbst zu einem Dämon und somit um einiges stärker machen, sondern sich auch auf den Spielausgang auswirken können. Mario mag auf den ersten Blick wie gesagt nur ein weiterer Side-Scroller sein, mit dem man ein wenig das legendäre Castlevania imitieren wollte, aber es steckt so viel Liebe in all den vielen Pixeln, so dass man sich den Titel einfach nicht entgehen lassen darf. Es gibt ein wahres Potpourri an Gewalt, Nacktheit und anderen vielen Obszönitäten, dass selbst andere Spiele für das Super Nintendo eine kleine Schamesröte verpasst. Und wenn wir unseren Helden Abel so anschauen, könnte selbst der gute John McClane blass vor Neid werden. Die Menge an sehr beeindruckender Details, die man in so winzige Sprites gepackt hat, ist einfach erstaunlich und die Musik knattert so schön aus den Boxen, dass es einfach eine Schande ist, dass die Arschkrampen von Nintendo-Perlen wie Mario unter den Teppich kehren und in Romhausen ihre Schlägertrupps loslassen. Die Story ist wie schon kurz erwähnt ziemlich schnell erzählt. Abels bester Freund namens Bayer hat seine Seele an den Dämon verkauft. Aber damit nicht genug.
Um den Teufel noch tiefer in den Darm zu kriechen, schenkte ihm der gute Bayer noch Abels Frau Maria, die gemeinsame Tochter Iria und sogar die kleine Katze Elia, damit der Teufel aus seinem ewigen Schlaf geweckt werden konnte. Natürlich hatte der Spaß bei Abel schnell ein sehr großes Loch und wollte deshalb seinem ehemaligen besten Freund Bayer die Leviten lesen, was allerdings ziemlich fehlschlug. Abel ging bei seinem heldenhaften Versuch über den Jordan, konnte aber durch den Geist seiner Frau Maria, die nun ein Leben als nackte Fee führt, wieder zum Leben erweckt werden. Das Ziel ist es nun wenigstens, die Tochter aus den Fängen des Teufels zu befreien. Diese Mission hat es definitiv in sich und man darf sich auf ein enorm düsteres Abenteuer freuen. Die gute Fee wird unseren Helden aber nie in Stich lassen. Erstens kann sie ziemlich gut austeilen und sollte Abel ins Gras beißen, wird sie sich ein letztes Mal für ihn opfern, damit seine Reise nicht allzu schnell endet. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber in der Story sind ein paar sehr coole Wendungen versteckt. Diese sind auch an die vielen Transformationen gekoppelt, die unser Held während des Spielens durchleben kann, was am Ende zu zwei verschiedenen Ausgängen führt, wobei ein bestimmtes Ende ziemlich schmerzhaft ist. Mayu ist also nicht nur ein belangloser Castlevania-Aufguss, sondern bietet trotz der kurzen Spieldauer eine Menge Abwechslung und ist auch auf seine Weise ziemlich einzigartig. Im Spiel begleiten wir unseren Helden durch sieben verschiedene Level, die ihrerseits die sieben verschiedenen Ebenen der Hölle darstellen sollen. Für ein Super Nintendo-Spiel der letzten Generation macht Mayu eine erstaunlich gute Figur. Man hat so viel Liebe zum Detail in die Hintergründe gesteckt und an der atemberaubenden Pixelkunst kann man sich einfach nicht satt. Auch die Steuerung ist ganz gut gelungen und seine Gleit- und Doppelsprünge machen die Plattformeinlagen zu einem sehr leicht verdaulichen Genuss. Man kann zwar das Spiel komplett in menschlicher Gestalt zu Ende bringen, allerdings wird man sich vermutlich seine Zähne daran ausbeißen, da die Herausforderung dann doch ziemlich knackig ist. Damit der Kampf in Mayu etwas weniger schmerzhaft wird, hat man sich ein besonderes Element einfallen lassen. Tötet man einen Boss, lassen sie verschiedenfarbige Tropfen fallen, die im Prinzip deren Seelen darstellen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Sega-Spiel ich schon mal ein ähnliches Prinzip gesehen habe. Jedenfalls kann man sich dank den roten, grünen und blauen Tropfen dann ebenfalls in einen Dämon verwandeln. Allerdings verliert Abel dadurch seinen letzten Funken Menschlichkeit. Aber was tut man nicht, um vielleicht seine Tochter zu retten? Rote Tropfen verwandeln Abel in ein Hybridwesen, das halb Mensch, halb Papyr ist. Grün lässt unseren Helden in eine Art höllischen Fußsoldaten verwandeln und mit blauen Tropfen verwandelt sich Abel in einen kleinen blauen Drachen. Jede Form hat unterschiedliche Grundwerte und alle sind natürlich stärker als Abels zerbrechliche menschliche Form und jede andere Gestalt bietet auch jeweils frische Angriffsfähigkeiten. Die Wahl, in welcher Gestalt man ein Level bestreiten möchte, bleibt dem Spieler überlassen und da rein theoretisch somit jeder Spieldurchlauf anders ist, verleiht es dem Spiel einen enormen Wiederspielwert. Und das ist leider auch nötig, da Mayu nicht unbedingt eines der längsten Spiele ist. Rein theoretisch kann man schon nach einer guten halben Stunde das Ende erreichen. Allerdings nur dann, wenn ihr eure Kackbratzen auch gut trainiert habt. Nicht immer sind es die Feinde, die euch das Leben in den Level schwer machen werden, auch wenn einige nicht unbedingt einfach zu knacken sind. Aber einige Plattformeinlagen sind nicht ohne, wobei man hier natürlich auch schon weitaus Schwierigeres gesehen hat. Und natürlich darf man sich auf relativ kuschelige Bosse freuen, die nur darauf warten, eure Seele zu verdauen. Aber allein das Design der Monster muss man gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, was die Leute bei der Entwicklung geraucht haben, aber einige Designs können nur aus verdammt schlechten Fieberträumen stammen. Der künstlerische Stil erinnert manchmal an Berserk, ist aber dennoch ganz eigenständig. Die Grafik gehört aber definitiv zu der besten Sorte, die man auf einem 16-Bit-System je gesehen hat. Überwucherte Städte, industrielle Abwasserkanäle und gefrorene und vulkanische Berge gibt es zwar in vielen anderen Spielen, aber selten waren sie so schön dargestellt wie in Mayu. Auch nicht so übel ist der Soundtrack. Es knattert und trötet so schön aus den Boxen, wie es sich für einen anständigen Action-Plattformer gehört und einige Titel werden auch nach dem Spielen eure Gehörgänge nicht mehr ganz so schnell verlassen. Mayu hat nach seiner Veröffentlichung schnell die Herzen der GEMA erobern können. Leider eben fast ausschließlich in Japan. Dank der Fan-Übersetzung sollte aber heute auch wirklich die letzte Barriere gefallen sein, wären da nicht die Henker von Nintendo, die euch noch in euren schlimmsten Albträumen verfolgen werden. Man sah damals auch die Befürchtung, dass aufgrund der zahlreichen religiösen Anspielungen das Spiel im Westen nicht wirklich grünes Licht bekommen hätte, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Wer auf eBay nun eine gut erhaltene Importversion kaufen möchte, muss leider auch mitunter gleich mehrere hundert Schleifen für diese Perle locker machen. Also bleibt womöglich nur noch der Ausflug nach Romhausen übrig. Denn diese Perle darf man sich als Fan des Genres einfach nicht entgehen lassen.
Rein vom Gameplay her gibt es vielleicht Titel, die es besser gemacht haben. Aber Mayu hat so viel Charme, dass man es einfach gespielt haben muss. Wegen der Story solltet ihr den Titel allerdings besser nicht spielen. Selbst wenn es zwei Ausgänge gibt, wird keiner der beiden Enden eure geschundene Seele besänftigen können. Lasst euch aber nicht von Nintendo erwischen. So schlimm die Hölle auch sein mag, Nintendo ist beinahe noch ein Tick schlimmer. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.